halten. Der wird. Wäre es mit Azerstaff? Als Gegenleistung? Will Flo also auch ein Bild haben? Wenn es also keine Zeit, dann macht trotzdem Spaß, sich aufzuziehen. Keks, es geht schon darum, wenn ich privat dann noch weiterarbeiten soll, dann muss ich das halt auch dann angeben. Ich hätte jetzt kein Problem damit, privat noch was mehr zu arbeiten und zeichnen. Das wäre jetzt nicht das Ding. Da muss ich halt ein paar Render-Sachen mal auslassen und dann dafür zeichnen. Freddy, du hast nur so mal für chillen. Sagt wer? Ich bin die ganze Zeit nur am Rendern und Schneiden und... Ich hab zwar noch keine Idee, aber generell ja. Nur wer die lebensgroße Ersatzvergütung anbietet, bekommt was jetzt. Ja! Eine sehr gute Idee. Redet er von der freien Zeit? Ja, so in der freien Zeit würde ich jetzt nicht so viel zeichnen. Höchstens vielleicht für Many Modes oder so, aber das wäre im Grunde eigentlich auch für das Streaming, aber... Ach, ach du liebes Bisschen! Das ist wirklich höchst unangenehm! Holt mich her! Aber alle Zeichner zeichnen ja auch in ihrer privaten Zeit. Ist aber trotzdem Arbeit. Bleibt nur noch Asche. So, wie spielt man nochmal? Ich hatte einfach keine Freizeit. Nicht wirklich. Nicht viel. Ich bin in Not! Hier drüben! Guten Tag, du bist frei. Quafti Dingi. Oh, danke, Fremder. Immer schön zu sehen, wenn solche Rüpel eine Tracht Prügel erhalten. Das hat man davon, sich mit mir anzulegen. Ja, sicher. Ich muss dann weiter. Wie kann ich mich nur für die Rettung meines wertvollen, weitergehenden Lebens erkenntlich zeigen? Ah, ich weiß. Triff mich in der Grenahellier Zuflucht und dir wird eine reiche Entlohnung zuteil werden. Das ist wirklich nicht notwendig. Doch, ich bestehe darauf. Und wenn du noch mehr von diesen Fieslingen umlegen willst, schau mal am Schwarzen Strand nach. Kennst du den? Südlich von dem Ort, wo diese schrecklichen Kriegstiere entstehen. Recht furchteinflößend. Dort wollten sie sich wohl mit anderen Riesen treffen. Schwarzer Strand, ja? Sollte ich mir mal ansehen. Nicht gerade mein Lieblingsstrand. Aber gut, wer würde in solchen Zeiten auch ans Meer gehen wollen? Wir sehen uns bei der Zuflucht. Tüdelü! Ich glaube, ich weiß, wo das Versteck ist. Da waren wir wahrscheinlich schon. Ja, schon witzig, immer ein bisschen bei Assassin's Creed raus und fast alles verlernt. Das geht mir in vielen Spielen so. Weil ich spiele ja nicht nur das hier. Da ist die Steuerung überall anders. Mal gucken, wie weit wir heute hier kommen. Ich würde schon gerne nächste Woche den Xenoblade Chronicles 3 starten. Eigentlich würde ich auch gerne Digimon Survive spielen, aber da muss ich jetzt erstmal warten. Alles, was mir heute aufgefallen ist, was denn?
Hast du das neueste Chapter schon gelesen? Nee. Ach stimmt, ist heute raus, ne? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Wann denn? Kam ich nicht zu. Das kann ich erst wahrscheinlich morgen machen. Oder nach dem Stream. Wobei, je nachdem, wann ich heute aufhöre. Wenn es wieder um 4, 5 Uhr morgens ist, dann schwierig. Ja, ich habe ja früher meine Eisenstange im Rücken geworfen. Keine Ahnung warum. Aua! Als Kinder jetzt, oder wie? Als Kinder macht man halt oft Sachen, die kacke sind. Könntest du dich weiter erinnern, dass du am Tablet zeichnen, also am iPad, wenn du dennoch was zum Zeichnen hättest? Ja, das kann ich auf jeden Fall. Nur, dass ich halt die, am iPad halt die Abo-Version habe und nicht meine Version, die ich am PC habe. Das ärgert mich halt sehr. Das ärgert mich sehr. Oder sind halt dann auch nicht die ganzen Brushes, die ich am PC habe, weil die müsste ich alle einzeln nochmal suchen. Aber möglich ist es ja. Ich meine, ich habe ja das Think-Emote. Das habe ich ja mit dem iPad gemacht. Das ist mit dem iPad gemacht. Ja. Das habe ich mit dem iPad gemacht. Also möglich ist es auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass ich es dann liegen lasse oder so. Ich nutze es schon. Das wird auf jeden Fall genutzt. Das steht auch an meinem Bett. Entschuldigung. Ist immer noch unterschiedlich, ja. Aber es ist machbar und es ist echt super zum Zeichnen auch. Ich mag nur halt nicht, dass das dieses doofe Abo-System ist und nicht, dass ich nicht meine eigene Lizenz nutzen kann von meinem Zeichenprogramm. Das ist halt sehr kacke. Ich meine, ich hab's ja gekauft. Ich habe es reingeschrieben als Spoiler markiert und wenn du es gelesen hast, mach es mal auf. Alles klar, Dark, weiß ich Bescheid. In One Piece Channel, ja? Und die Hentais? Was? Jetzt Privatnachricht. Ah, okay. Dann sehe ich das erst recht. Ja, ich gucke dann mal morgen rein. Sehr gespannt. Im Moment wieder richtig spannend in One Piece. Da war ich so 13, 15 oder so. Ah, okay. Da oben. Da ist auch ein Schlüssel. Und natürlich kannst du hier nicht hochklettern, weil das Spiel sagt nein. Die Kackenspiel, ey. Wow, jetzt landet die daneben. Oh. Havi! Ich gucke erstmal, was hier noch so ist. Hier ist noch eine Rüstung. Sogar aufladen. Und das andere ist unter mir? Da ist ein Schlüssel. Feuer! Feuer! Heile ich mich nochmal so. Schlüssel nehmen. Habe ich einen Schlüssel? Okay. Habe ich vielleicht zu viel getrunken, Ziel verfehlt, ja. Kann gut sein.
Alter, wie sollst du denn da landen? Aber mehrere so eine. Und hier ist noch ein Schlüssel. Zwei Schlösser. Ja, ich habe zwei Schlüssel. Feuerriesenrüstung. Ich weiß jetzt nicht, für was ich das jetzt hier. Ich kann einfach durchlaufen, egal. Scheiß drauf. Da war schon Fähigkeiten. Ist ja nur Lava, ja, es. Ach, Queenie. Einfach wie jeder Sterbliche durch die Lava laufen. Naja, wir sind ja nicht wirklich sterblich. Dieses haben wir ja eine Gottheit, ne? Oh, ich mag die Musik voll. Die. Brand ist gleich Marke. Brand. Ja, ich verstehe schon. Wenn Frithjof die Wahrheit gesagt hat, ist der Palast auf dem Gipfel. Was? Oh Mann. Wirklich? Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, lande erstmal. Weit verbreitet. Aha. Das Relikt? Es geht uns nichts an, was es tut. Glut wollte es, Glut hat es. Wir sind die Flamme! Schlag es!
nichts zu melden. Hallo! Kuckuck! Wo kommst du denn her? Hat er sich hier hinten versteckt? Naja. Ist aber nichts. Alle weiter oben. Setz dich mal auf den Thron. Ich kann mich da leider nicht hinsetzen. Hatte ich schon versucht. Hatte ich nämlich auch vor, mich da hinzusetzen. Langweilig. Ja, finde ich auch. Einfach auf den Thron setzen. Ist eigentlich schon was Cooles. Was ist da drüben? Ich will mir das jetzt anschauen. Ah, der Ausblick hier ist super. Ist echt schön. Ich bin die Herrscherin. Strahl. Ach, wieder so ein Rätsel hier. Ja, eine Kugel. Komm her. Hallo, Biket. Hier sind überall Katzen. Katze! Jo. Hey, wo kommt ihr denn alle her? Oh, das Rätsel war sehr einfach. Und warum gehen die ganzen Katzen jetzt hier rein? Vermerkt des Sterndeuters. Meine Geisterkraft ist grenzenlos. Ich habe einen neuen Weg gefunden, Quarze zu Linsen zu schleifen, womit ich meine Sehkraft spürbar verbessern kann. Nun scheinen die Sterne so nah, als könnte ich die Hand nach ihnen ausstrecken und sie berühren. Ich muss sogleich damit beginnen, ihre Bahn aufzuzeichnen. Oh, welche Geheimnisse sie uns wohl offenbaren werden. Ich hoffe nur, dass Zeignis und die anderen Katzen die Linse nicht herunterwerfen und zerbrechen. Sie sind sehr schwierig herzustellen. Und Big Cat, danke für 3 vergiftete Subs an Haxisarex, an Napalm Knötrich und an Fürst Valhalla. Dankeschön. Napalm Knötrich. Der Name ist ja richtig cool. Oh. Oh, scheiße. Und dann viel inklusive meinerseits. Dankeschön, Big Cat. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. Was gibt's denn hier Schönes? Buch des Wissens aufnehmen. Neue Fähigkeit. Explosiver Rückzug. Ah ja. Ist auf jeden Fall was Neues. Ja, naja, das kennen wir. Explosiver Rückzug. Okay. Springe rückwärts und lass deinen Blitz in den Boden einschlagen, der allen in der Reichweite schadet.
Aber was mache ich dafür weg? Testen wir mal das hier aus. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, ja. Ach, mich stört es jetzt nicht mit Yes, Sir oder sonst was. Das ist doch kein egal. Meine Happy aus Fairy Tail sagt auch immer, I, Sir! Sagt er auch zu allen. Nennst mich jetzt Ma'am? Ma'am, okay. Ja. Geht ja nur ums Ärgern. Du belebst ihn wieder, sag mal, bist du... Dein scheiß Ernst? Ich kill die hier und du belebst sie wieder. Aber jetzt soll ich eine tolle Hose. Baby Chloe. Ed und Okayn haben sich gerade sehr lieb. Bleibt artig. Was, ich guck schnell. Ja, hier, dein Blut fließt. So, bitteschön. Frankenstein, dankeschön für den Resub im 14. Monat und Hallöchen. Okay, stirb. Macht's wie sie, stirb. Dein Schicksal ruft. Ich glaube, es macht. Frisst es doch selber. Antworte mir, du schließender, nutzloser Hohlkopf. Was war das? Könnte das Zuchts Sohn gewesen sein? Ja, es ist total. Das ist sowas von tot. Töt. Das war brutal. Ja, die wollen mich ja auch brutal töten, ne? Ich meine, keiner mag hier Odin. Wir spielen zwar Eivor, aber halt in der Götterwelt gerade. Eigentlich sind wir jetzt halt gerade Harvey. Der ist nicht sehr beliebt. Gay Fulsi, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, und der ranzige Troll. Einmal hat Gay Fulsi einen Troll gefressen. Sein ranziges Fleisch ließ ihn eine Stunde lang alles vergessen und währenddessen konnte er keine Handlungen wiederholen.
brauche einen Schlüssel, natürlich. Wer hat einen Schlüssel? Hilf mir. Sei meine Augen. Wer hat jetzt den Schlüssel? Das mit Bigcat und mir ist Eisen fahren. Oh, alles gut dann. Ich habe Autoschlüssel, zählt das? Wenn es die Tür aufmacht? Also die Truhe dann ja. Ich dich nach. Machen wir mal auf. Klopf, klopf. Hier ist Asgards Herrscher. Herrscher. Ich kann nicht mehr reden. Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Du verstehst das nicht. Nun liegt es im Schlummer. Nutzlos. Die einzige Möglichkeit, es zu erwecken. Ich habe überall gesucht. Aber Ewaldis Aufzeichnungen sind ganz durcheinander. Sei versichert. Verräter, du. Bis jetzt erfüllt es nur einen Zweck. Es lockt Ungeziefer an. Au! Ich wollte eigentlich, dass wir ihm auf ihm landen, dass es weich ist und nicht eher auf uns. Oh. Hi. Hi. Hallo. Meine Damen. Meine Herren. Können wir wieder. Wir sind nur kurz hier gelandet. Oh, Scheiße. Ich darf nicht aufgeben. Nicht jetzt. Vergib mir. So, du kleiner Verräter hier unten. Verfluchter Mist! Oh. Sag mir, wohin hat Zurts Sohn das Relikt gebracht? Ich kann. Ich darf. Also. Er wollte dich töten, du Idiot. Bist du? Ich bin der erhabene Asgard. Dein Schicksal ist in meinen Händen. Antworte mir, bevor es hier von Feuerriesen wimmelt und ich dich ihnen überlasse. Nein, nein, ich kann dir helfen. Du hast durch Glots Tor geblickt, oder? Und das Gewölbe gesehen? Ich kann dich hineinbringen. Was? Wirklich? Ich kann selber in Gewölbe rein, ja? Ich bin ganz Ohr. Beeile dich besser. Das Gewölbe ist mit uraltem Seder versiegelt, aber ich kann dich hineinbringen. Das schaffe ich auch alleine. Kannst du dir verhelfen? Ja, aber das ist nicht der Lohn. Was im Gewölbe geschieht, ist das, was unsere Schicksale wirklich formen kann. Ja, sie werden bald durchbrechen. Kannst du laufen? Gewölbe durchbrechen. Dann. Nun gut. Ich muss ihn tragen, ernsthaft? Oh mein Gott, ey. Ja, Dark, oder? Und los. Und los. Dein Lohn war ich deutlich besser dran. Ja. Muss mal kurz stirb runter. Nicht. Dann mach es nicht noch wahrscheinlicher. Alter, die Schnauze. Aber habe ich hier nicht alle umgebracht? Das wird jetzt, Ich bin mal kurz weg. Meine Fresse, ey. Jetzt muss ich ja babysitten. Weiter geht's.
Toll! Toll! Du sagtest, du könntest helfen. Sag mir wie, Verräter. Hör auf, mich so zu nennen! Ich mag für die Feuerriesen gearbeitet haben, aber das macht mich nicht zum Verräter! Du ringst mit der Vernunft wie ein Hase mit einem Eber. Ich will ihn runterschmeißen. Ich schaue deine Lügen noch, bevor sie dir einfallen, Verräter. Falls ich schon auf das Gewölbe... Ich leck dich ganz bestimmt nicht. Bleib hier. Abschauen, Alter. Wo gehst du hin? Ja, leck dich selber. Ah. Ich werde auf diesem beschissenen Berg sterben. Hast du verdient. Sowas von. Harvey? Was soll das denn jetzt werden? Ich bahne uns den Weg frei, Mann. Und los. Noch ein Traitor. Ja, Blut schlimm, ne? War ich deutlich besser dran. Ja, Mini. Bei Glot, du kannst gerne tot sein. Das ist mir scheißegal. Wie soll ich jetzt überhaupt hier runterkommen mit dem? Ja. Können wir klettern zusammen? Nein, wir hängen jetzt hier fest, ne? Können wir zusammen... Oh je. Wird schon passen. Meinst du? Stirb nicht. Dann mach es nicht noch wahrscheinlicher. Er lebt noch. Glaube ich. Dann mach es nicht noch wahrscheinlicher. Hey. So, wir sind unten. Hat ja geklappt hier. So, Er fliegt einfach runter und lebt noch. Ubisoft, Alter. Hier sollte es sicher genug sein. Bist du verrückt? So nah am Berg? Ich kann gerne wieder runterwerfen, wenn du willst. Hör doch, wir können nicht hierbleiben. Ich brauche jetzt Antworten, Verräter. Nenn mich nicht so! Ich hatte meine Gründe. Nicht, dass du etwas so schwer greifbares wie einen Gedankengang verstehen könntest. Du Irrer, bösartiger, halbblinder! Wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Sie könnten deine letzten sein. Sie haben meinen Jungen, die Feuerriesen. Ich tat es nur, um ihn zu retten, verstehst du? Also wirst du erpresst, okay. Dann tue ich alles, was du willst. Ich führe dich sogar selbst zu Glots Gewölbe. Nein, ich schaffe es selber. Mein Junge. Oh, mein Junge. Was haben sie dir angetan? Lass mich. Sie wollte, dass du verschont wirst. Nicht ich, du verräterische Pestbeule. Ruhe. Valda würde es nicht wagen, so mit mir zu sprechen. Du hast dein Augenlicht verloren. Willst du deine Zunge auch noch verlieren? Drei Zwerge sind drei mehr, als ich vorhatte. Was ist passiert? Chloe hat gerade einen Clip gemacht, Bayek. Kannst du mal angucken? Das ist gerade passiert. Also muss ich eine andere Verwendung für euch finden. Du schuldest mir was. Wir haben viel zu bereden, aber wir müssen den da in das Gewölbe der Ältesten bringen. Bist du... Weißt du, was du da sagst? Um das zu tun, bräuchtest du... Einen Sonnenstein, ja. Einen verstärkten, um genau zu sein. Wenn das notwendig ist, um die Feuerriesen zu vertreiben, Junge... Dann muss es getan werden. In Ordnung. Es gibt einen Sonnenstein, der Onastorp überblickt. Bring ihn zu mir, zur Fergelmeermühle, und ich werde schmieden, was nötig ist. Muss ich alles tun? Na, meinetwegen. Natürlich müssen wir alles machen. Die kriegen es ja nicht hin. Ich finde den Sonnenstein und nimm ihn an dich.